Hallo und herzlich willkommen bei Nextmove. Mein Name ist Thomas Geiger und wir sind hier in Paris im Technocentre, dem Herz der Renault-Entwicklung und des Renault-Designs. Und ich stelle euch heute den R5 vor. Nein, natürlich nicht dieses Auto. Das kennt ihr alle, das war eines der meistverkauften Renault-Modelle, das wichtigste Auto in der Geschichte des Unternehmens. Aber ein Auto, das jetzt wieder zurückkommt. Denn während gerade Luca de Meo auf dem Genfer Salon das Tuch vom neuen R5 zieht, kann ich euch einmal zeigen, wie die Geschichte begonnen hat. Das hier ist das allererste Showcar. Vor 3 Jahren gezeigt, als Luca de Meo gerade im Amt war, haben die Designer gesagt, so könnten wir uns die elektrische Zukunft bei Renault vorstellen. Der aus Spanien von Seat gekommene Chef war begeistert und hat gesagt, das ist der richtige Weg. Wir brauchen bezahlbare Elektroautos, wir brauchen ein Auto wie damals der R5. Und während Citroën uns mit dem C3 zeigt, wie sie Elektroautos bezahlbar machen wollen, hat uns Renault als erstes diese Studie gezeigt. Die ist so gut angekommen, dass jetzt in Genf das Serienauto enthüllt wird. Also Augen auf, Vorhang auf. Hier ist die Wiedergeburt des R5, diesmal als Elektroauto. Was das Auto kann, was wir davon erwarten dürfen und wie es dann einmal performen wird, das schauen wir uns jetzt mal näher an. Bevor wir einsteigen, noch ein paar Wörter zur Form und zum Format. Das Design kennen wir, da haben sich die Designer wirklich nah am Original bewegt und zum Beispiel die Rückleuchten 1:1 vom Super 5 übernommen. Auch das Format ist relativ nah am Original. Wir reden über ein echt kleines Auto, 3,92 Meter lang, Radstand 2,54 Meter. Entsprechend kompakt geht es innen zu. Kofferraum 277 Liter, aus Crashgründen keinen Frunk. Da wollten sie wirklich möglichst klein bleiben. Und wenn sie einen Frunk eingebaut hätten, dann hätten sie mehr Crashraum schaffen müssen und das Auto hätte die 4-Meter-Grenze gesprengt. Rücksitz bei 2,54 Meter Radstand nicht so richtig riesig. Für Kinder reicht's. Bei Erwachsenen braucht man schon wirklich vernünftige Vordermänner und Frauen, die ein bisschen Platz machen. Geht zur Not. Aber wie gesagt, für eine Familie mit jungem Nachwuchs funktioniert es. Ganz witzig, wir hatten alle gesehen, bei der Studie war hier oben das Lademodul. Das haben sie gestrichen. Das ist aus Praxistauglichkeit in den Kotflügel gewandert. Sonst hat man nämlich die ganze Zeit das Kabel über die Haube liegen und irgendwann Kratzer drauf. Aber sie haben die Idee beibehalten und jetzt gibt es hier oben einen Charging Monitor. Hier ist eine 5 eingearbeitet, die leuchtet, je nachdem wie voll der Akku ist, sodass man also von Ferne schon sehen kann, Akku voll, ich kann weiterfahren. Das ist wirklich ein nettes, pfiffiges Design. Detail, das uns sonst vielleicht die Chinesen präsentiert hätten. Die Europäer waren dafür bislang zu seriös. Da leistet sich Renault ein Augenzwinkern. Wenn das irgendwo geht, dann bei so einem Auto. Jetzt aber genug der Vorrede. Endlich einsteigen, fahren dürfen wir noch nicht. Aber wir können zumindest mal gucken, was uns drinnen erwartet. Also die erste Sitzprobe im neuen R5. Ein Auto, das ganz geschickt mit den Traditionen spielt, das viele witzige Design-Clues hat. Überall taucht die 5 auf. Es gibt die Silhouette des Wagens. Es gibt wirklich witzige Design-Details, wie hier zum Beispiel der Ganghebel. Man kann hier die Verkleidung abziehen, kann die französische Nationalflagge oder andere Design-Details dranpacken. Überall taucht die 5 wieder auf, also viele schöne, witzige Reminiszenzen an das Original. Dann haben wir hier wunderbares Leder, witzige Details, sehr verspielt. Da merkt man schon, dass die Designer richtig viel Spaß hatten am Auto. Bei der Technik sieht das ein bisschen anders aus. Da holen die Franzosen das Geld zurück. Das ist kein Reichweitenwunder und kein Auto, wo aufgerüstet, sondern abgerüstet wird. Die Batterie hat 40 oder 52 Kilowattstunden und damit eine theoretische Reichweite von 300 oder 400 Kilometern. Und es gibt zwei Motorvarianten. Einen, der hat 95 oder 120 PS, je nachdem, welchen Fahrmodus man wählt, oder einen mit 150 PS. Damit gelingt die Beschleunigung wahlweise in 12, in 9 oder in 7,9 Sekunden. Und so langsam wie die Beschleunigung ist auch die Höchstgeschwindigkeit bei 150 km/h ist Schluss. Und auch an der Ladesäule ist der R5 natürlich kein Sprinter. Standard sind 7 kW AC gegen Aufpreis 11 kW. Und wir haben bei DC-Laden zwischen 80 und 100 Kilowatt. Das heißt, da braucht man ein bisschen Geduld. Das ist die neue Realität, wenn wir über bezahlbare Elektroautos reden. Aber Renault hat noch ein bisschen was in petto. Es gibt schließlich die sportliche Schwestermarke Alpine. Auch die will elektrisch werden und der R5 ist die erste Basis dafür. A290 heißt das Seriendervivat, so wie es vom originalen R5 eben auch
kräftige Muskelversionen gibt. So will Alpine mit dem R5 auf die Electric Avenue wechseln und plant den A290. Nein, 290 PS wird er nicht ganz haben, sondern der kriegt den Antrieb aus dem Megane E-Tech. Dann sind immerhin 220 PS drin und ganz sicher ist nicht bei 150 km/h Schluss. Klar, das war nur eine Sitzprobe, aber zumindest mal ein erster Eindruck vom R5, der ganz sicher das wichtigste Renault-Modell in den nächsten Jahren sein wird. Ob das Auto allerdings tatsächlich ein Erfolg wird, liegt weniger am Fahrzeug selbst, sondern an uns und an der Gesellschaft. Technisch hat er alles, was es braucht. Er sieht cool aus und wenn der Endpreis tatsächlich unter 25.000 Euro liegen wird, passt das schon alles. Aber die Frage ist, wird das ein Lifestyle-Accessoire und ein klassischer Zweitwagen? Dann wären wir nicht wirklich weiter. Oder akzeptieren wir irgendwann mal, dass sich Mobilität verändert und dass sowas auch als Erstwagen taucht, dass wir keine Reichweiten von 500 und mehr Kilometern für ein Alltagsauto brauchen und dass wir keine Batterien brauchen, die 70, 80 oder gar 100 Kilowattstunden haben. Dann wird Mobilität einfach nicht mehr bezahlbar und dann bleibt für so ein Auto nur der Status als Zweitwagen, als Spielzeug und als Schmuckstück. Und das wäre schade, dafür steckt einfach zu viel drin. Dafür sind die Ideen zu pfiffig und das Design zu gut gelungen.